Hey Leute, was geht ab zu meinem neuesten Video hier? Ich bin's, immer Emmy, hat's drauf heute. Heute spielen wir den Zugsimulator. Auch wenn das gerade ausschaut, als würde das nicht gut klappen. Irgendwie habe ich leider keine Ahnung warum. Letztes Mal lief's doch so gut. Und jetzt läuft's nicht mehr gut. Das ergibt doch keinen Sinn. Egal, wir spielen einfach heute mal. So weit wir kommen. Aber leider bin ich gerade nicht schnell genug, wenn ihr es seht. Mit dieser Tempo wäre ich normalerweise schnell. Oh, übrigens, das ist meine Goldmedaille. Habe ich schon lange. Genau. Nur falls ihr das wissen wollt. Gerade. Sieht aus, als würde ich jetzt wieder schnell fahren. Also, ich bin heute einfach mal Zugsimulator. Wie heißt es nochmal? Fixes an Update. Lean Line B and D. Und wir spielen einfach mal die Linie D. Mal sehen, kann ich. Ich würde nach rechts. Okay, wenn nicht, dann. Warte mal. Dann fahre ich Richtung rechts. Okay, wir fahren jetzt einfach mal die rechte Seite. Okay. Ich weiß, Leute, wir sind jetzt mal leider ein bisschen zu weit gefahren. Aber keine Sorge, ich stoppe jetzt gerade. Warte, fahren wir noch vielleicht noch ein kleines Stückchen? Okay, das passt. Dann öffnen wir eigentlich jetzt schon die Tür. Ja, jetzt spinnt es bei mir nicht. Ja, das ist mein Goldmedaille. Okay, ja, okay. Wir fahren in jeder Sekunde ab, Freunde. Das ist so ein Ab, als würde ich dieses Uhrensymbolator schon kennen. Okay, die fährt in ungefähr 10 Sekunden ab. Und wo sind wir gerade? Bei Westerament. Okay, wir müssen jetzt da. Okay, die nächste Haltestelle ist Newtown Road. Verstehe. Okay, dann fahren wir eigentlich schon mal ab. Stand clear of the closing doors, please. Ja, bitte zurückbleiben, heißt es auf Englisch. Gut, und das haben wir eigentlich schon. Nächste Haltestelle, Newtown Road. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber ich sag's einfach. Ich sehe auch schon da drüben die Haltestelle. Und das nächste Straße wäre dann die Wandstraße. Okay, normalerweise ist es für die Linie B, aber ich fahre einfach mal die Linie D, auch wenn es hier nicht fährt. Na egal. Okay, dann stoppen wir mal. Gut. Und dann machen wir mal die Tür auf. Kann sie Deutsch? Ja. Ich hab gerade Hi gemacht. Ja, Hi ist Englisch. Ist Hi Englisch? Natürlich. Okay. Wir sind gerade auf der Haltestelle. Und bis jetzt sind keine andere U-Bahns zu sehen. Okay. Hi. Ich höre gerade einen U-Bahn.
Ja, die Hacker ist mein Freund. So ein Mist. Die ist hinter mir. Okay, dann schließen wir einfach mal die Tür. Warte mal. Ja, ja. Ich fahre ja schon. Stand clear of the closing doors, please. Ja, ja. Ich fahre ja schon. Englisch? Nein, das ist Deutsch. Ja, ja. Sie haben doch keinen Führerschein. Ich fahre ja schon. Der Typ hat echt keinen Führerschein, Case. Okay, wir fahren dann nächstes Teil, die Stelle Crime Street. Das sollte vielleicht Verbrechensstraße sein, glaube ich. Okay. Warte, welche Haltestelle sind wir? Oh, what? Ach so, wir waren gerade in der Newtown Road. Ja, richtig. Habe ich total vergessen. Egal, wenn da sowieso niemand ist, fahre ich einfach vorbei. Ey, lass das! Was soll das? Lassen Sie da... Sag mal, was soll der Scheiß? Super, jetzt kann ich nicht vorbeifahren. Jetzt kann ich nicht weiterfahren. Ja, die ganzen Strecken waren umsonst. Vielen Dank. Die ganzen Strecken waren ein Desaster. Ich hätte es wissen müssen. Nein, danke. Kein Interesse. Steigt nicht ein. Ich fange einfach wieder von vorne an. Was kann denn daran denn so schlimm sein? Okay. Spawnen wir einfach wieder nochmal den Zug. Gut. So. Linie D. Machen wir. Gut, und dann fahren wir eingeschaut. Wow, nicht so schnell. Okay, muss hier irgendjemand einsteigen? Ich mach mal schon mal die Tür auf. Okay, das sind all die Stationen. Okay, das ist irgendwie so ein komisch. Warte mal. Das sind. Ja. Ja. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Ah. Egal. Schließen wir jetzt einfach mal die Tür. Und fahren jetzt los. So. Dann erobern wir mal nach draußen. Okay. Nochmal nächste Haltestelle. Ich glaube, Newtown Road. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, die Haltestelle. Das ist anderes, voll verkehrt. Ich weiß es überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, ob schon die nächste Newtown Road ist. Könnte es vielleicht ein bisschen verkleinern? Okay, dann müssen wir kurz mal stoppen. Okay, soll ich einfach geradeaus fahren? Na gut, dann fahre ich gerade. Geht ja auch. Okay, keine Sorge, Freunde, der Zug ist für euch. Tja! Tja! Da! Okay. Wir stoppen dann einfach mal hier. Okay. Okay. Wir sind gerade in, wo sind wir gerade? In der Westermond. Okay. Okay, dann schließen wir mal. Und fahren jetzt dann einfach mal los. Perfekt. Okay, dann nächste Haltestelle wäre Crimson Street. Okay.
Dann müssen wir an zwei Haltestellen vorbei. Ne, eins. Ja, zwei Haltestellen müssen wir noch vorbei. Einer drüben. Ich fahre nur vorbei, keine Sorge. Ist ja sowieso nichts Besonderes. Okay. Ich tue einfach, als wäre ich in einem U-Bahn drin und mache mich einfach gemütlich in einem so in diesen, naja, Sofa. Kann man die Tür nicht öffnen? Ja, wow, eine andere U-Bahn. Und ich spiele genauso die Linie D. Okay. Perfekt, wir sind jetzt gerade draußen. Wenn ihr das seht. Oh, hallo Bahnstraße. Okay, Crimson Street, wir sind in die nächste Sekunde hier. Okay, der nächste ist dann bla 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 bla. Okay. Warte, ich muss noch ein bisschen fahren. Ich weiß, dass wir gleich da sind. Keine Sorge, Freunde. Oh. Ich müsste die falsche Station getippt haben. Warte mal, zur 50. Metro. So, jetzt stimmt es. Keine Sorge, der Zug ist schon hier. Gut, dann öffnen wir mal die. Okay. Dann schließen wir die Tür und fahren dann schon mal weiter. Okay, die nächste Station ist 38. Straße. Okay, Fordham Road. Okay, wir fahren jetzt gerade über die 38. Straße vorbei. Warte. Okay, jetzt ein bisschen aufpassen, dass der Zug nicht umkippt. Warte mal kurz, ich stoppe einfach mal kurz den Zug und gucke, ob irgendwo Schaden ist. Mal sehen. Eigentlich ist der Zug okay. Hoffe ich zumindest. Okay, jetzt fahren wir gerade in den Roosevelt Avenue vorbei. Vorbei. Ich hoffe, das Zug kippt nicht um. Okay, dann wäre Park Avenue. Okay, Leute, wir sind bald da am der Endstation. Jetzt fahren wir ein bisschen mal volle Kraft. Okay, ich kann einfach vorbeifahren. Okay. Hallo, Park Avenue, okay. Dann fahre ich einfach vorbei und stoppe jetzt da. Ich soll doch stoppen. Okay, wir sind gerade in der Froham Road und ich sehe schon gerade eine andere U-Bahn. Dort. Geh ran, Case. Hallo, Daddy. Ja? Alles klar? Ja. Okay, der ist gerade weggefahren. Alles klar. Okay. Ja. Okay. Daddy, dürfen wir Oreo? Später. Bis später. Daddy, dürfen wir Oreo? Er hat schon aufgelegt. Okay, dann schließen wir einfach mal die Tür. Und fahren los. Keine Sorge, Freunde, wir sind schon bald in der Endstation.
Das kann ich schon spielen. Okay, der nächste Haltestelle wäre Central Avenue. Das ist die vorletzte Station für heute. Und noch eine. Okay. So, wir sind jetzt schon mal auf der Oberfläche gelandet. Ja, okay. Ich glaube, ja, wir sind jetzt gerade an der Haltestelle. Keine Sorge, wir sind bald hier. Okay. Das ist die vorletzte Station für heute. Okay. Will jemand einsteigen oder nicht? Der Zug fährt einen kürzen ab. Und ich habe jetzt keine Zeit. So, abschließen. Und dann fahren wir schon mal ab. Ha. Cool, noch einer Zug. Okay. Okay. Warte mal, die fährt sowieso bald ab. Okay, jetzt fährt's ab. Schätze ich. Okay, der nächste Halt ist der 50. Straße Metropolitan. Das ist der Endstation. Bitte steigen Sie alle aus und ich hoffe, Sie haben Ihr Fahrt genossen. This is the last stop on this train. Everyone, please leave the train. Thank you for riding with MTA New York City Transit. Okay, ich glaube, wir nähern uns gleich an der Haltestelle. An diesen Endstationen, wo wir da fahren müssten. Warte mal, wir sind bald da. Ich muss noch ein bisschen. Okay, wir sind da, Freunde. Okay, Leute, wir sind an der Endstation. Okay. Gut. Das war's dann. Wir sind an der Endstation, Leute. Ich klicke mal Not in Service. So, last stop. This is the last stop on this train. Everyone, please leave the train. Thank you for riding with MTA New York City Train. Gut, ihr habt das gehört. Und dann schließen wir die Tür. Stand clear of the closing doors, please. Dann fahren wir mal ein kleines bisschen vorbei. Okay. Gut. Was war's denn eigentlich? Dann sind wir fertig. Ja, wir sind fertig. Okay. Warte, was? Oh, ja, richtig. Warte! Was? Nein, 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 war nicht so.
einfach aufgelöst. Ja, eigentlich ist auch praktisch. Was? Okay, ich fahre leider nicht den Zug, aber wie ihr seht, ist hinter mir noch einer, der gerade gecrashed ist und entgleist ist. Super gemacht! Next Trophäe. Er beleidigt mich. Was? Wer beleidigt dich? Was? Was? Das ist die letzte Station? Das kann doch nicht wahr sein. Warum ist das? Was? Das ist die letzte Station? Oh. Okay, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet, aber ich wusste. Okay. Dann fährt es einfach durch. Du heilige Fresse, okay. Oh, das fährt einfach wieder zurück, okay. Aber warum ist es jetzt die letzte Station? Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Stoppt es dann auch? This is the last stop on this train. Everyone, please leave the train. Warte, irgendjemand muss doch den Zug steuern. Wow! Hey! Was soll der Scheiß? Okay, dass ich mit darf. Hi! Stand clear of the closing doors. Brauchen sie eigentlich nicht mehr? Ladies and gentlemen. This train is being delayed. Please be patient. Verspätung? Was meint es mit Verspätung? Denkt ja nicht, dass er viel zu schnell fährt. Du warst viel zu schnell. Warte. Er fährt einfach alle Straßen vorbei. Guck mal, er. Welche alte Stelle ist mit Rosepad? What? Wie jetzt? Was zur Hölle? Warte, ich wollte gerade aussteigen. Na gut, dann bleibe ich eben. Willkommen in der New Yorker U-Bahn. Er ist gerade über die 38. Straße vorbeigefahren. Okay, wir sind in der Crimson Street und die ist ja gerade auch vorbeigefahren. Oder auch nicht. Ladies and gentlemen, this train is being delayed. Please be patient. Ja, dann soll er auch aufhören, schneller zu fahren. Meine Güte. Stand clear at the closing doors. Meine Fresse. Will er jetzt komplett. Er fährt komplett in die Endstation. Ah! Oh. Okay. Diesmal fährt er jetzt nicht schnell. Und ich bin so kriminell.
vorbeifahren? Er gibt auf? Ich höre irgendwas. Naja. Okay, wir sind in der Wall Street gelandet. Ich habe leider keine Ahnung, wovon das gut ist. Aber eigentlich wären wir fast in die Innenstadt. Das kann ich euch glauben. Ah! Okay, die Wall Street, also, zwei Stationen hätten noch gefehlt, dann wäre er eigentlich schon da. Da ist er doch schon gerade vorbeigefahren. Da bin ich eingestiegen. Da war ich gerade. Oh, nice. Warum kann ich nicht fahren? Tja. Perfekt. Dann fahre ich einfach mal. Ups, ich habe die Ding vergessen. Ha! Wow. Alter, ich bin gerade als Anfänger. Ah! Jetzt einfach. Naja, wie es aussieht, bin ich gerade irgendwie lahm geworden. Also ich bin gerade nicht drin. Ich stoppe jetzt einfach mal. Stopp, 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 stopp! Oh. Ja, super, er fährt einfach die alte Stelle vorbei. Ha, super. Diese Tür. Oder ich schließe sie einfach. Geht auch. Egal. Nice. Und die fährt einfach. Fährt einfach, obwohl ich nicht drin bin. Okay.
Nein, danke, ich spawne mich wieder. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Spawn. Und steck genau hier ein. Warum fahre ich jetzt nicht? Dieses Zug kann ich nicht kaufen, super. Und wie mache ich das jetzt? Perfekt. Warte. Spawn. Wenn ich einsteigen möchte, dann auf jeden Fall jetzt. Ich fährt die jetzt gerade in Kürzen ab. Sagen wir einfach mal zum Fortran Road. Jetzt? Na gut, dann fahre ich eben vorbei. Geht ja auch. Ja, glaube ich. Warte, ich muss ja auch noch stoppen. Nein, warte, nein. Okay, wir fahren schon genug schnell. Okay. Da. Oh, das war knapp. So, dann... This is the last stop on genau. The train. Everyone, please leave the train. Thank you for riding with MTA New York City Transit. Oops. Fahren wir jetzt einfach los. Ich habe jetzt einfach mal so die ganze U-Bahn gemacht. So kann ich auch gucken, wie es aussieht. Nice, nicht? Oh, come on, ey! Alter, ich wollte doch gerade nach unten! Sag mal, was für ein Arschloch ist der denn? Er macht immer alles kaputt. Ich hasse den Spieler. Wirklich. Naja, zumindest ist hier niemand. Oh ja, den nehme ich. Warte, habe ich den falschen Zug genommen? Scheiße, ich habe den falschen Zug genommen. Ach, na gut. Egal. Gut, falsche Linie. Hey!
Frohem Road. Ich bin genau hier. Ich fahre einfach genau die alte Stelle. Mal sehen. Dann gucken wir einfach mal, wo gehen wir jetzt? Central Avenue. Also, die nächste Station ist die Endstation. Wir fahren nur eine Station und dann sind wir eigentlich auch auf der Endstation. Naja, wer weiß. Jedes Mal, wenn ich komme, ist es lahm. Kann es vielleicht einen Grund geben? Warum? Irgendwie ergibt das Ganze keinen Sinn mehr. Ich steck hier fest. Hi, dann gucke ich einfach, wie es vorbeifährt. Warte! Ich hab nur meine Meinung geändert. Wow. Auch auf der 38. Straße. Mhm, alles klar. Welches Zug spawnt der? Ach, come on, nicht die hier. Warum diesen? Leute, ich raste aus, wenn das... Ja, fahr ruhig. Nein, 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 brauchst du nicht. Fahr einfach, fahr einfach, fahr einfach. Fahr einfach. Wenn du nicht fährst, dann spring ich einfach. Oh, Mist. Okay, das war eine Die Lüfte ist ja weg. Jetzt sieht er mich wieder mit einem neuen T-Shirt auch noch. Ja. Ja, genau. Auch abgelaufen. Tja, tja, so ist es wohl einmal. Wir fahren bis Central. Ja. Right. Das war die U-Bahn von vorhin. Und jetzt fahren wir wieder in den B Richtung Central Avenue. Warte. Oh. Jetzt verstehe ich. Jetzt bin ich schon ein bisschen verwirrt. Sollte eigentlich nicht was anderes passieren oder sowas? Keine Ahnung. Ich schließe jetzt einfach mal die Tür. Stand clear of the closing doors, please. Wir fahren auf die Reise los, Mann! Baller los, ich schieße ab in meine Pistole. Ja, wir fahren mit dem Zug in die Station und überfahren jeden, wenn ich die sehe. Und das ist sein Ende des Lebens, ja. Wir sind in New York. Vorhin gab es noch eine andere Spiel, aber irgendwie ist es, was soll ich sagen? Abgebrochen? Soll ich unbedingt gerade fahren? Also ich habe echt keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich fahre rechts. Hallo, der Zug ist hier.
Warum schließe ich mich einmal mit? Hm? Case, warum schließe ich mich einmal mit? Ich warte doch extra auf dich. Nur einmal. Zwei Züge auf einmal. Case. Nur einmal, ich warte doch extra auf dich. Das tue ich erst, wenn du auf einmal nur eine Runde mit mir das Zugsimulator spielst. Nur eine. Ich fahre dich nur bis zum Endschutz und dann kannst du wieder Prison Life spielen. Case. Das meine ich ernst übrigens. Ah, hat einen kleinen Haken wohl. Der Zug fährt in wenigen Kürzen out. Ich fahre gleich ab. Da würde ich diese Seite nehmen. Okay, ich fahre ab. Tut mir leid, Spieler, aber ich muss auf den nächsten Zug warten. Denn dieser fährt jetzt ab. Tut mir leid, aber muss auf den nächsten warten. Oh, oder du steigst einfach hier ein. Ist doch klug. Gut, jetzt fahren wir los in die Fortem Road. Und jetzt geht's auch bergab. Freunde. Ich spiele so lange nicht Prison Life, wenn du nicht mit mir bist. Ich nicht. Okay, dann lasse ich dich als Freund. Ist auch besser so. Gut, wir sind jetzt gerade in der Fortem Tunnel. Oder wie das sich auch nennt. Keine Ahnung. Okay, jetzt sind wir da. Da sind wir in der Fortem Road. Ich hab hier einen Schalt. Stand clear of the closing doors, please. Was? Genau. Denn jetzt fahren wir los. Es könnte eine Weile dauern, bis der Zug wieder schnell fährt. Ja. Jetzt fahren wir wieder in der Außenstadt. Genau. Und wir sind auch schon in der Park Avenue. Stille Leitstärke Park Avenue! Gut. Okay, bis jetzt ist es niemand sonst gelungen. Also, ja, die nächste Station ist dann die Roosevelt Avenue und die übernächste Station wäre dann die 38. Straße. Also, bitte alle einsteigen und dann zurückbleiben. Stand clear of the closing doors, please. Madison Parkway? Ach so, richtig, das alte. Warum hat sie das so getan? Jetzt ist es wie privat. Egal, ich fahre jetzt einfach ab.
Okay, die nächste Halt ist nochmal, Roosevelt Avenue. Okay, das heißt, jetzt geht's innen. Also, wir fahren jetzt in der Innenstadt, also in Ding rein, genau. Okay, wir sind da mal, bla bla bla, keine Ahnung, was weiß ich. Gleich in der Haltestelle. Oh, warte mal, warte, ich muss stoppen, ich muss stoppen, ich muss stoppen, ich muss stoppen. Warte mal, ich kann noch ein bisschen. Wow. Okay, ich will nicht rückwärts fahren. Naja, gut, dass hinter mir kein Zug ist. Okay, die Linie B meldet sich zum Dienst Richtung, was weiß ich denn? West State Avenue. Keine Ahnung. Okay, dann schließen wir einfach mal die Tür. Jefferson Ave. Okay, nächster Halt. 38. Straße. Ganz genau. So, die nächste ist dann die 20. Da sind wir auch in der 38. Straße. Der Spieler hat sich gerade wegteleportiert, obwohl er es wusste, dass ich das gerade ein Zug kam. Das nenne ich echt ein Klugscheißer. Nein, nicht der da. Schließen. Tut mir leid, aber Sie müssen auf den nächsten warten, wie immer. Ich bin gemein, gell? Okay, die nächste ist dann die Verbrechensstraße, also englisch gesagt Crime Street. Bitte steigen Sie dann bitte zu den U-Bahn-Linie D Richtung 50. Straße Metropolis. Ich meine Metropolitan. Genau. So, Crime Scene. Das Spiel noch wenige. Fan? Wie jetzt? Keine Ahnung. Tür zu. So. Wechseln wir schon von der Crimson Street, das heißt, die nächste ist dann die Wall Street und dann kommt Newtown Road und dann sind wir eigentlich schon in der Endstation. Was ist das? Okay. Da fährt gerade schon ein Zug vorbei, die Linie D. So, richtig Wahnsinn. Okay, zwei Stationen wären noch verfügbar. Ich sag's dir nur. Okay, ich bin etwas vorbeigefahren. Und dann geht's eigentlich schon in die Tunnel. Zu mir da. Genau. Oh, da möchte jemand einsteigen. Okay, möchte irgendjemand einsteigen? Nicht? Gut, dann schließe ich eben. Wenn es einsteigen möchte, gut.
Gut. Dann waren wir auch schon in der New Town Road. Nächste Haltestelle der New Town Road. Das ist die vorletzte Station und das meine ich ernst. Wow, okay. Dann hat es einfach aufgegeben. Na gut, dann habe ich wieder eine leere Person. Eine leere Zugfahrt. Oh, das ist scheiße. Das ist fucking. In allem, wo ich fahre, egal wo ich hinfahre, nichts ist da und ich fahre einfach in einem leeren Zug. Ich mein's ernst, Freunde. Ja, sieh mal. Ist der Zug voll? Nein. Guck mal. Nö. Gut. Dann mach mir die Tür zu. Und fahren eigentlich dann schon ab. Das heißt, das ist die Endstation von der Station Westgate Street. Endstation, bitte alle aussteigen. This is the last stop on this train. Everyone, please leave the train. Thank you for riding with MTA New York City Train. Oh, oh doch noch nicht. Stand clear of the closing doors, please. Stand clear of the closing doors, please. So, dann fahren wir schon mal. Okay, das ist jetzt der wirkliche letzte Station. Aber ich muss schon aufpassen, ob da ein Zug da ist. Okay, bis jetzt kann ich eigentlich volle Fahrt vorausnehmen. Gerade. Okay, jetzt sieht ihr, dass wir schon an der Endstation sind. Und dann bremsen wir schon mal. Warte. Oh, ich hatte doch nicht recht. Der hatte doch nicht unrecht. Gut, wir sind da mal an der Endstation. Gut. Es tut mir leid, aber jetzt können keine Menschen umsteigen. This is the last stop on this train. Everyone, please leave the train. Thank you for riding with MTA New York City Traffic. Wie lahm? Wie lahm ist der denn? Es hat schon auch schon die Linie entschieden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wegfährt. Oder auch nicht. Okay, dann schließen wir eigentlich. Stand clear of the closing doors, please. Was? Warte, nein, 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 ich will doch noch einsteigen.
Ach, er ist weggefahren. Na super. Vielen Dank fürs Wegfahren. So, dann bin ich eigentlich fertig mit dieser Station. Da ja niemand hier einsteigt. Und dann kann ich eigentlich ganz schön die Zug beobachten. Ich stehe keine, was weiß ich, keine Fahrgäste. Ist nicht mehr in Service. Ist also nicht mehr in Betrieb. Und wir hören ja sowieso schon bald auf für heute. Okay. Jetzt baue ich mir einfach noch ein Train. Wir fahren die Linie D. Für heute. Das ist der letzte Zug für heute. Der Linie D Richtung 50. Straße Metropolitan. Genau. Schließen wir einfach mal heute. Okay, dann fahren wir einfach mal halt los. Na, geht doch. Eine leere Zugfahrt sozusagen. Ja, genau. Wow. Okay. Somit habe ich es eigentlich nicht erwartet. Okay, die nächste Station wäre dann Westgate. Ja, Westgate Middletown. Ich habe wieder vergessen. Wenn sie so wollen, okay. Gut. Wenn es sein soll, wenn ich fertig bin heute mit dem Spiel, könnte es sein, dass ich vielleicht Prison Life spiele. Aber zuerst fahre ich jetzt einfach mal die Station. Oh, eine ist eingestiegen. Klasse. Okay, dann schließen wir einfach mal die Tür. Setz dich. Okay, die nächste Station ist dann der Newtown Road. Geh ran, Cass. Hallo. So. Nein. So. Er ist da. Aber Mami, darf ich vielleicht Oreo? Ja. So. Aber darf ich denn Eis? So, fahren wir einfach ab. Okay. Dann fahren wir einfach weiter. Eine SpongeBob und Patrick. Okay, dann fahren wir Richtung Wall Street. Wir sind jetzt gerade in der Außenstadt, Freunde, nur wenn ihr das merkt. Okay. Das ist der letzte Zug für heute. Ich bin auf, aber Mami,
This is the last stop on this train. Everyone, please leave the train. Thank you for riding with MTA New York City Transit. This is the last stop on this train. Everyone, please leave the train. Thank you for riding with MTA New York City Transit. So, dann fahren wir einfach. Okay, der nächste ist dann der Crimson Street, oder? Ja, genau. Okay, nächste Haltestelle Crimson Straße. Bitte steigen Sie um zur Linie B, also Zuglinie B. Okay. Naja, zumindest habe ich einen Fahrgast. Okay. Kannst du mich schließen, weil ich bin die ganze Zeit krimineller. Ja, ich komme bald. Okay, dann schließen wir mal die Tür. Nicht jetzt! Ich hab's bin. Alter, das funktioniert nicht! Schon vergessen? Gut, die nächste ist die 38. Straße. So. Das ist der letzte, das ist wirklich der letzte Zug für heute. Okay. Genau. So, der 38. Straße. Das heißt, wir sind auch schon bald an der Endstation. Ja, okay. Die nächste ist dann die Rosefield Straße. Nächste halt, Rosefield Avenue. Okay. Linie Willst du aufsteigen? Na gut, dann eben nicht. Dann fahren wir schon. Die nächste ist dann Park Avenue. Genau. Wir sind auch schon bald da. Also, genau. Wir brauchen noch ein paar Stationen und dann sind wir schon bei der Endstation. Ja, genau. Okay. Alles klar. Der ist jetzt ausgestiegen. So, jetzt sind wir wieder alleine, Freunde. Also jetzt ist gerade kein einziger Bienen. Dings, jetzt sind wir bei Fordham Road. Also, das heißt, bitte bei Linie B umsteigen. Gut. Dann fahren wir schon mal los. Ein anderer Zug steht sogar auch dort. Okay.
Die nächste Station ist jetzt Central Avenue. Bitte steigen Sie zur Linie B um. Und das ist auch schon die für heute die vorletzte Station. So schnell alles vergeht. Lol, Leute. Jetzt habe ich schon so schnell. Krass. Okay. So, dann gehen wir nach rechts. So, das ist die vorletzte Station. Freut, wie ihr das sieht. Das ist jetzt schon mein fünftes Mal, die ich spiele. Sonst habe ich normalerweise das andere immer gezockt. Das fast das meiste das gleiche ist, aber das war auch cool. Und dieses Spiel ist auch cool. Ich bin nur etwas enttäuscht, dieses andere Spiel, das ich auch gespielt habe, auch jetzt ist im Privat ist leider. Warte mal, ich muss noch nur ein bisschen zurück. So, dann öffne mal die Tür. So, dann schließen wir einfach für heute mal die Tür. Und fahren los. So, nächste Haltestelle, 50. Straße, Metropolitan. Endstation, bitte alle aussteigen und bitte steigen Sie zur Linie B Richtung Central. BLBD, keine Ahnung, wie das heißt. Jetzt fahren wir einfach mal los. This is the last stop on this train. Everyone, please leave the train. Thank you for riding with MTA New York City Transit. Genau. Der letzte Zug für heute, genau. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Dann verabschieden wir uns. So Leute, das war's dann für heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt doch unbedingt einen Daumen hoch und einen Abo da noch dazu. Oh, noch ein Zug, alles klar. Ich hoffe, dieses Video wird euch gefallen, genauso wie das andere, die ich gedreht habe. Und wir machen dann mal für heute Schluss. Und ich stoppe das Video erst, wenn wir, naja, da sind. Warum sind wir auf einmal lahm? Warte, wir fahren nochmal. Gut. Jetzt sind wir wieder schnell. So, jetzt müssen wir stoppen. Dann sind wir auch für heute fertig auch. Hier seht ihr auch schon die Endstation. Okay, das war's dann wohl für heute. Stand clear of the closing doors, please. Gut. So, dann war's das wohl für heute.
Gut. Okay, wie immer, ich es euch gesagt habe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und auf Wiedersehen. Ciao.